Heute ist kein Feiertag, heute ist Kampftag, heute ist kein Feiertag, heute ist Kampftag, heute ist kein Feiertag, heute ist Kampftag. Am diesjährigen 1. Mai schlagen wir eine Umgruppierung der revolutionären Linken gegen die Regierungsperspektive vor. Es wird uns kein Rot-Rot-Grün retten und wir wollen uns nicht mit dem kleineren Übel oder irgendwelchen Kompromissen zufrieden geben. Deswegen kämpfen wir für eine unabhängige revolutionäre Partei. Mit dieser Perspektive sind wir als revolutionäre internationalistische Organisation und Brot und Rosen gemeinsam mit dem Münchner Komitee gegen die Hochschulreform und Refugee Struggle for Freedom als Block auf die Straße gegangen. Während es weiterhin keinen Ausweg aus der weltweiten Krise gibt, befindet sich auch hierzulande die Regierung immer tiefer in der Krise. Dass diese Regierungskrise sich bisher nicht zuspitzt, ist vor allem die Schuld der reformistischen Bürokratien, allen voran der Gewerkschaftsbürokratie, die sich seit Beginn der Pandemie hinter die Bundesregierung gestellt haben. Sie lehnten es weitgehend ab, die Kämpfe gegen Entlassungen aufzunehmen, während in der Pandemie 1 Million Menschen zusätzlich arbeitslos geworden sind. Die Kosten für die Krise werden schon jetzt auf ArbeiterInnen und Jugend abgewälzt und es zeichnen sich neue Angriffe ab, wie eine Erhöhung des Rentenalters, die von der Bundesbank und führenden Wirtschaftsbossen gefordert wird. Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete! 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 Die Linkspartei zielt auf eine grün-rot-rote Koalition als Regierungsalternative auf Bundesebene. Sie hat seit ihrer Gründung langjährige Regierungserfahrung in mehreren Bundesländern gesammelt und inzwischen eine neue Führung mit dem Anspruch, die Bewegungslinke mit den Regierungslinken für eine reformorientierte Regierung jenseits der Union zusammenzubringen. Das stellt jedoch keine politische Alternative für die Jugend, die Frauen und die Arbeiterinnenklasse dar. Abschiebungen, der Ausbau der Polizei, eine Pandemiepolitik, die die Gewinne der Konzerne schützt, und soziale Angriffe trägt die Linkspartei in ihren Regierungsbeteiligungen weiter mit. Auf Bundesebene wird an der Spitze eines imperialistischen Landes diese Politik im Interesse des Kapitals nur noch stärker werden. Die Linkspartei unterstützt in ihren Landesregierungen den Ausbau des Polizeiapparats und schiebt in gemeinsamer Koalition mit SPD und Grünen über 2000 Menschen ab. Ebenfalls ist sie für zahlreiche Privatisierungen und Kürzungen mitverantwortlich, wie die Privatisierung der Krankenhäuser. In Nordrhein-Westfalen wird Sarah Wagenknecht auf Platz 1 der Landesliste gewählt, während sie rassistische Slogans verbreitet. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die Die Polizei hat auch am 1. Mai erneut ihr brutales Gesicht gezeigt. In München und auch vielen anderen Städten in Deutschland und weltweit ging die Polizei mit Wasserwerfern und Pfefferspray gewaltsam auf die Demonstrantinnen los. Während sie Rechte und QuerdenkerInnen seit Monaten ohne Einhaltung von Hygienemaßnahmen protestieren lassen, machen sie durch Einkesselungen das Einhalten von Sicherheitsabständen auf linken Demos unmöglich. Wieder einmal wurde uns allen klar gezeigt, auf welcher Seite die Polizei und die Regierungen stehen. Was müssen Organisationen und AktivistInnen mit revolutionärem Anspruch dem entgegenstellen? Eine Unterordnung unter die RegierungsministerInnen und ihren Wahlkampf und damit eine Unterstützung des Systems, gegen das sie eigentlich kämpfen wollen? Oder nicht vielmehr eine Kampagne gegen Regierungsbeteiligungen und für die Kampfperspektive gegen die Krise durch Mobilisierungen und Streiks? Wir schlagen all jenen antikapitalistischen, sozialistischen und klassenkämpferischen Organisationen, gewerkschaftlichen Basisgruppen und Einzelpersonen, die die Perspektive einer Regierungsbeteiligung auf Bundes- und auf Landesebene ablehnen, eine offensive Kampagne vor. Für eine Kampagne gegen das kleinere Übel und die Ausrichtung der Linkspartei auf eine Regierungsbeteiligung in einem imperialistischen Land. There can be no power greater. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union.
plowed the prairies, built the cities where...